In diesem Video möchte ich dir zwei noch sehr kleine Projekte vorstellen, die jedoch ein großes Potenzial haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Das erste Projekt, das ich dir vorstellen möchte, kannst du bereits sehen. Das ist nämlich Torum. Torum ist die erste DeFi- und NFT-Social-Media-Plattform der Welt, die speziell für Kryptonutzer entwickelt wurde. Darüber hinaus ist es im Wesentlichen Twitter, aber eben für den Kryptoraum. Und jetzt haben sie bereits rund 83.000 Kryptonutzer auf ihrer Plattform und es wächst jeden Tag. Im Grunde genommen ist ihre Philosophie, dass eine kryptozentrierte Social-Media-Plattform benötigt wird. Das bedeutet, dass die Leute Dinge wie Twitter, Telegram, Discord und so weiter nutzen, um sich mit anderen Kryptonutzern zu verbinden, aber diese ja nicht speziell auf Kryptonutzer zugeschnitten sind. Torum zielt darauf ab, diese Social-Media-Tools zu nutzen, um eine starke auf Krypto zugeschnittene Social-Media-Seite zu entwickeln. Das Projekt kann dabei helfen, neue Projekte zu starten und ein größeres Publikum zu erreichen. Das Torum-Projekt ist unbestreitbar sehr ehrgeizig und es hat auch einen guten Start hingelegt. Allerdings gibt es bereits viele unfertige Features, wie zum Beispiel die Mining-Simulation und noch einige Premium-Features. Aber das Team kündigt bereits an, dass sie einen NFT-Marktplatz und eine DeFi-Plattform hinzufügen werden. Und all das, während das gesamte Ökosystem auf die Binance Smart Chain migriert wird. Und das nur mit 18 Teammitgliedern. Verstehe mich nicht falsch, ich bin optimistisch und auch zuversichtlich, aber ich finde einfach, dass das Team ordentlich was auf dem Kasten hat und lieber ihre ehrgeizigen Ideen auf die lange Bank schieben sollte und sich lieber um ihre eigentliche Social-Media-Plattform und die dazugehörigen Features kümmern sollte. Ich störe mich auch noch daran, dass das Entwicklerteam 25% des gesamten Coin-Vorrats für sich beansprucht. Das erscheint mir ein wenig übertrieben und unnötig. Ich möchte dieses Projekt wirklich mögen. Als ein frühzeitiger Nutzer von Steemit würde ich gerne etwas sehen, das sich besser entwickelt und der Community auch besser dient. Ich denke, Torum könnte dieses Projekt sein. Es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber im Moment sieht es so aus, als ob es ein Opfer der gleichen Versprechungen und Versäumnisse wird, die Steemit so lange geplagt haben. Aber ich hoffe dennoch das Beste für Torum. Zu guter Letzt möchte ich dir ein weiteres kleines Projekt empfehlen und das ist Saber. Saber ist die führende, kettenübergreifende Stablecoin- und Wrapped Asset-Börse auf Solana. Darüber hinaus ermöglicht das Protokoll den Solana-Nutzern und Anwendungen effizient zwischen stabilen Vermögenspaaren zu handeln und durch das Anbieten von Liquidität für die Plattform auch Renditen zu erhalten. Außerdem könnten die Nutzer je nach Anwendungsfall einen bestimmten Stablecoin anfordern. Nehmen wir zum Beispiel an, der Leihsatz für USDT könnte höher sein als der für USDC, den sie eben derzeit halten. In diesem Fall müssten die Nutzer zwischen USDT und USDC auf traditionellen AMMs, also Automated Market Maker, eben wechseln und die übliche Slippage-Kosten bezahlen. Was ich bisher gesehen habe, fand ich ganz gut, weshalb ich dir auch empfehle, selber mal im Auge zu behalten. Das war es bereits mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Ansonsten sehen wir uns selbstverständlich im nächsten Video. Ciao! Wenn du immer die neuesten Informationen, Tipps und Einblicke haben möchtest, die dir helfen, dein Vermögen zu vergrößern und den anderen voraus zu sein, dann würde ich dir empfehlen, mein Patreon zu werden, denn dann bekommst du in einem Wochenbericht die wichtigsten News der Woche für dich zusammengefasst, so bleibst du immer auf dem Laufenden. Die aktuellsten Airdrops, so kannst du hier und da Coins und Token abstauben und selbstverständlich die besten Projektstarts mit langfristigem Potenzial, die du auf keinen Fall verpassen solltest. So bist du nämlich von Anfang an dabei und kannst davon profitieren. Du bekommst auch die wichtigsten bevorstehenden Ereignisse des Jahres, so kannst du immer der Masse voraus sein. Natürlich auch Tipps und Tricks wie Staking und Farming, aber auch meinen Krypto-Steuerguide mit den wichtigsten Tipps Woche für Woche erweitert. Sowie mein Portfolio, in dem ich immer ankündige, was ich als nächstes kaufen möchte und weshalb. Und viele weitere Tipps und Anleitungen. Du siehst also, es lohnt sich durchaus mal reinzuschauen. Der Link ist in der Videobeschreibung.